Wow, my first impression is that it's big. It's really big. And it looks, and it's really nice, really nicely run and organized together, and many different varieties of different kinds of books. It's really amazing to see so many different books. Mein Eindruck ist, dass das hier weitaus familiärer zugeht, intensiver. Hier ist im Kontakt Leser und Autor deutlicher spürbar als in Frankfurt. Ich denke, in Frankfurt werden die großen Geschäfte gemacht und hier ist der eigentliche Dialog, der zwischen Leser und Autor stattfindet. Zum ersten Mal Kontakte mit meinen Autoren, Treffen mit meinen Autoren, Treffen mit anderen Verlegern und dann natürlich auch Lesung besuchen und Lesung selber halten. Ich finde sie sehr interessant, sehr voll auch, sehr viele Leute und ein einziges Geschieber. Heute Samstag, ich bin seit Donnerstag hier, das stimmt, also ich bin schon ein paar Tage hier. Überlege ich persönlich das Highlight, ist die Messe an sich, ganz ehrlich, weil ich finde, die Leipziger Buchmesse an sich ist die beste Buchmesse, die man sich vorstellen kann, und ich habe auch schon einige andere Buchmessen gesehen, also jetzt nicht so die Frankfurter oder sonst wo. Aber mir gefällt die einfach extrem gut. Vom Ambiente her und vom Angebot her und von der Lesung her und überhaupt alles. Also die Buchmesse an sich ist für mich das Highlight. Leipziger Buchmesse finde ich super. Die Stimmung ist sehr angenehm und man kann mit sehr vielen Leuten in Kontakt treten, ohne dass es große Termine sein müssen. Weil alle, finde ich, sind ziemlich entspannt und deswegen ist es sehr einfach, ins Gespräch zu kommen, kurz wenig zu sprechen miteinander, vielleicht Kärtchen austauschen und wer weiß, was sich daraus ergeben wird. Also ich finde die Leipziger Buchmesse super. An der Leipziger Buchmesse ganz besonders gefällt, und das war auch dieses Jahr wieder der Fall, das sind natürlich die ganz vielen Lesungen, bei denen die Autoren sehr nah mit ihren Lesern in Kontakt treten können und ihre Werke vorstellen. Das ist für uns Verleger natürlich ganz optimal, sodass wir alle miteinander Hand in Hand arbeiten können. Das Allerpositivste an Leipzig ist, dass von Anfang an, vom ersten Tag an, das allgemeine Publikum Zutritt hat, und ich hoffe, das wird auch beibehalten, denn für das Fachpublikum ist die Frankfurter Buchmesse da und die brauchen wir als Kleinverleger überhaupt nicht. Uns ist es wichtig, dass wir direkt an unsere Leser herankommen, dass wir ihnen unser Programm präsentieren können, unsere Autoren vorstellen, die Bücher signieren lassen können, und das Ganze zusammen mit den Cosplayern hier, das macht alles zu einer einzigartigen Stimmung und bringt sehr, sehr viel Spaß und Freude an diesen trotzdem anstrengenden 4 Tagen. Die Buchmesse ist für mich eine perfekte Plattform, um mein Buch vorzustellen, um einen großen Streukreis zu bekommen und mein Werk, das ich in 10 Jahren geschrieben habe, vielen zugänglich zu machen. Es ist schön, so den Kontakt direkt zum Leser zu finden, neue Zielgruppen zu erschließen und neue Fans zu finden vor allen Dingen und auch Neuheiten vorzustellen. Ich liebe ja die Leipziger Buchmesse, weil sie noch so ein bisschen gemütlich ist und weil das Lesen auch einen großen Teil der Messe ausmacht. Ich lese heute Abend im Kabaretttheater Sanftwut und das wird wieder rappelvoll sein. Und das ist so ein ganz tolles Buchmessegefühl. Und vor allen Dingen, ich habe ganz, ganz viele schöne Bücher in der Hand gehabt. Ich bin noch so einer, der Bücher aus Papier eigentlich lieber hat. Ja, ich finde die Leipziger Buchmesse super gut, weil sie einfach für den Verbraucher da ist, weil man viele Fans trifft, weil alles Mögliche ausgestellt ist auf einem tollen großen Raum hier und ja, man wirklich den Kontakt zum Leser hat. Und das finde ich so sehr schön. Also mein Eindruck von der diesjährigen Messe, es wird alles größer, schöner, besser, bunter, weiter. Auf jeden Fall im Vergleich zum letzten Jahr eine extreme Steigerung wieder. Also vom Betrieb her, von der Anzahl der Leute, die da waren, insgesamt ja, alles größer und noch besser als im letzten Jahr. Also meine Impressionen von der Leipziger Buchmesse 2011 sind, sie ist voll, sie ist laut, sie ist stickig, sie ist toll und ich möchte nächstes Jahr auf jeden Fall wiederkommen. Es sind Leute da, die ich mag, mit denen man einfach mal verwöhnen kann. Man kann viel unkomplizierter mit den Leuten reden, zum Beispiel in Frankfurt auf der Buchmesse. Ja, wir sind in jedem Jahr in Leipzig auf der Buchmesse. Alle Besucher, die an unseren Stand kommen, sind zum Großteil Stammbesucher von uns, also Leser von uns. Wir haben sehr gute Kontakte auch zum Buchhandel, zur Presse halten können, neu aufbauen können.
Leipzig ist für uns ein Muss, weil wir viele, viele Stammleser und Freunde unseres Verlages und unseres Hauses hier treffen. Und wir werden auch nächstes Jahr definitiv wieder nach Leipzig gehen. Schon auch, um wieder so nette Leute wie die Kollegen vom Geisterspiegel.de zu treffen. Wir halten die Leipziger Buchmesse für sehr erfolgreich. Wir finden es ganz besonders schön, dass es eine reine Lesemesse ist und hatten viel Vergnügen. Es war rundum bestens organisiert und wir freuen uns auf nächstes Jahr. Also ich fahre schon seit sehr vielen Jahren zur Leipziger Buchmesse. Und zwar schon seitdem ich Student war. Und bin immer begeistert davon, von der Atmosphäre. Und dieses Jahr ist es wieder eine ganz, ganz tolle Messe. Und die Zeitung berichtet, dass es Besucherrekorde geben würde. Und ich glaube, das ist auch so. Ich bin der Trevor Hurst und bin mit dem Mali auf der Buchmesse. Wir haben das Mal des Garnis und Totenkopfstein produziert und fertig gemacht und auf dem Stand zum ersten Mal jetzt veröffentlicht. Und die Buchmesse war wirklich ein toller Erfolg, weil wir ganz viele Gespräche hatten und sehr interessante Anfragen auch. Und freue mich aufs nächste Jahr und weitere Produkte. Eindrucksvoll bei der Leipziger Buchmesse sind die vielen, vielen Kinder, die Spaß am Lesen haben. Die Messe war wie immer schön, gut besucht, sehr gut besucht sogar. Wir hatten sehr schöne Veranstaltungen, 6 an der Zahl, sind wir auch sehr dankbar. Danke nochmal an Leipzig Lies, es war super organisiert, auch die Messebuchhandlung. Das von Presseseite? Ja, und von Vertriebsseite, wunderbare Kundentermine, viele A-Kunden, viele Endkunden, also wunderbar wie immer. Wir freuen uns schon auf nächstes Jahr in Leipzig. Und sehen uns wieder.